Ja, es gibt schon irre Zufälle im Leben, Dinge, die man eigentlich nicht für möglich hält, die aber dann doch passieren und man denkt sich, wow, das ist ja wirklich der Hammer. Aber wenn sich ein Zufall wiederholt, wenn also Dinge sich plötzlich als Muster zu erkennen geben, dann ist die Frage, ist das Zufall oder hat da jemand ein bisschen an der Schraube gedreht? Und genau das ist das, was an den Aktienmärkten passiert und vor allem im asiatischen Handel passiert. Ich hatte das Ganze mal als Asienrampe bezeichnet. Und diese Asienrampe wollen wir uns mal anschauen mit der Frage Zufallmanipulation. Es ist nämlich ein leichtes im späten asiatischen Handel, wo die Liquidität sehr, sehr dünn ist, mal ein bisschen an der Schraube zu drehen. Man kauft ein bisschen US-Futures, bums, das Ding geht nach oben. Und im US-Handel passiert dann gar nicht mehr viel. Und was ich damit genau meine, das sehen wir hier. Hier sehen wir eben, dass wir praktisch es mit dem Anstieg der US-Aktienmärkte fast ausschließlich zu tun haben mit Aufwärtsgaps, die also nach Ende des US-Kassahandels passieren und bevor dann der US-Kassahandel wieder startet. Wir sehen hier massive Gaps nach oben, ob durch Impfstoffhoffnung, meistens Montag, oder durch Stimulus-Hoffnung, meistens Mittwoch, oder durch Lockdown-Ende-Hoffnung, meistens Dienstag, oder durch Donnerstag bei schwachen Arbeitsmarktdaten, Stimulus-Hoffnung durch die Fed, oder Freitag, weil Freitag ist. Je nachdem gibt es immer wieder Gründe. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sehen wir hier, dass wir in den letzten Handelstagen ist der S&P 500 163 Punkte gestiegen nach Ende des Kassahandels, also praktisch nach 22 Uhr und vor 15.30 Uhr im Kassahandel, also von Startkassahandel Deutschland 15.30 Uhr bis 22 Uhr ist der S&P 500 um 4,3 Punkte gefallen. Seitdem also die ganzen Gewinne sind nur entstanden durch das, was nachbörslich passiert ist, praktisch aus Sicht der USA und vorbörslich, aber im Handel hat man sogar leichte negative Vorzeichen dann produziert. Das ist wohl kein Zufall. Ich vermute, dass da ein paar Player eben über den Future-Markt in dünner Liquidität ein bisschen hier Kauforders reinstellen und damit die Sache praktisch geritzt ist. Ob das mit Märkten noch etwas zu tun hat, ist dann eben eine andere Frage. Aber kommen wir zu something completely different, nämlich der Bewertung, die wir jetzt sehen. Wir sind jetzt aktuell auf diesem Niveau bei einem Kursgewinnverhältnis von 24. Nun ist natürlich total unsicher, wie die Gewinnsaison ausfallen wird, aber es ist schon eine sehr, sehr sportliche Bewertung. Interessant ist, dass die FANG-Aktien zuletzt nicht mehr so mitgemacht haben. Die sind gefallen, der Nasdaq schwächer. Und was machen eigentlich unsere Impfstoff Highflyer, nämlich Moderna, sehen Sie unten, nee, sehen Sie oben, da ist praktisch nicht mehr viel übrig geblieben von diesem Kursgewinn. Und wir sehen Novavax, das war die Rallye am Dienstag, glaube ich, ja, genau, gestern, da gab es ja wieder ein ganz tolles Phase 1 klinisches Möglichkeitsmoment. Jedenfalls sehen wir, dass die Kurse da schon wieder abgebröckelt sind. Die Aktienmärkte stehen aber nach wie vor höher, obwohl sie durch diese Meldungen über die Impfstoffe nach oben gehievt, manipuliert, gedreht, wie auch immer. Jedenfalls ist das alles nicht ganz sauber. Wir haben jetzt aber die Situation, dass wir gestern Abend dann nochmal einen deutlichen Rücksetzer hatten an den US-Märkten. Ja, wenn also praktisch die US-Märkte auf sind, dann wird es schwieriger offenkundig. Da haben sich Trump und Pompeo getroffen, um Sanktionen gegen chinesische Offizielle zu diskutieren. Trump warnt China, sagte, Ende der Woche wird er etwas liefern. Er sagt nämlich hier, dass we are doing something nice. I think it will be very interesting. Es wird sehr, sehr interessant. Ich werde in den nächsten Tagen darüber sprechen und vor Wochenende werden wir etwas sehr, sehr Kraftvolles tun, so Donald Trump. Also in Sachen Hongkong, da ist Unruhe drin. Jetzt hat Hu Jintao darauf geantwortet, ja, was willst du denn machen? Willst du US-Truppen nach Hongkong schicken? Wenn nicht, ist das ein Bluff, lieber Donald. Also das geht wirklich hin und her. Da ist einiges am Start. Nun hat offenkundig die kommunistische Führung in Peking beschlossen, diese Gesetzgebung, die jetzt für Hongkong geplant ist, nicht nur auf Individuen, sondern auch auf Firmen praktisch zu übertragen. Das würde bedeuten, dass dann zum Beispiel Sicherheitsagenturen, wie sich das beschönigend nennt, chinesische Sicherheitsagenturen direkt in Hongkong ansiedeln könnten. Die Repression würde damit also deutlich zunehmen. Heute ist ein Generalstreik in Hongkong geplant.
Hier sehen wir, wie die Polizei die sich darauf vorbereitet und bestimmte Areale absperrt. Wir haben dann nochmal die Aussage des Weißen Hauses, dass man das G7-Treffen gerne praktisch in den USA dann abhalten würde. Das wäre doch ein wunderbares Zeichen. Und Trump dann auch zu Hongkong. Er sieht nicht, wie diese Stadt, die ja so wichtig ist im Finanzsektor, wie die ein finanzieller Hub sein kann, ein Financial Hub. Und Trump sehr negativ berührt über China. Das hat dann Larry Kudlow gestern auch nochmal gesagt. Hier, Trump ist so miffed. Trump ist so angepisst, wie man im Deutschen sagen würde, umgangssprachlich, Mr. China in Sachen Virus, dass er den Handelsdeal nicht mehr als so wichtig erachtet. Und man sieht, jetzt will man sich darum kümmern, wie man darauf reagieren wird. Also wir sehen, die Situation ist nicht gerade einfacher geworden. Dennoch haben wir auch heute im asiatischen Handel eine Asienrampe. Zufall? Ja, ganz sicherlich Zufall. Wir sehen, dass sicherlich kein Zufall ist, dass der Yuan deutlich abgewertet wird. Und zwar nicht durch Chinas Notenbank. Die hatte das Fixing, also deren Referenzkurs, sogar stärker gesetzt für den Yuan. Aber was wir hier gesehen haben, das war der Offshore-Markt in Hongkong. Wir haben dann auch Zahlen gesehen, der noch einigermaßen frei ist. Da wird der Yuan also verkauft. Wir haben heute Zahlen gesehen aus China, Industrie, Profite minus 27,4%. Wir sehen schon eine deutliche Erholung von minus 38% jetzt in den letzten 3 Monaten. Aber China steht natürlich großartig da. Nach Ende des Lockdowns, wer es glaubt, wird selig. Wir haben eine Entlassungswelle jetzt in den USA, die offenkundig bevorsteht. Die zweite Welle. Boeing hat gesagt, man wird signifikante Jobs streichen bis, oder wird, das wird man Ende der Woche bekannt geben, klar, wenn nichts läuft, wofür braucht man Leute? Amtrak, ist ein amerikanisches Eisenbahnunternehmen, will 20% seiner Mitarbeiter entlassen und McLaren 1200 Mitarbeiter. Also jetzt kommt im Prinzip die zweite Welle. Wir haben dann noch Interessantes, eine Art Spat, eine Art Clash zwischen Donald Trump und Twitter hat nämlich gesagt, wir werden untersuchen, ob Trump hier Fehlermeldungen oder falsche Meldungen praktisch in die Welt setzt. Trump hatte sich hier über Bots beschwert, die die US-Demokraten einsetzen würden, um Wahlkampf zu betreiben. Da gibt es einen Faktencheck. Trump ist entsetzt und sagt, das ist eine Einmischung in die Wahl 2020. Und vielleicht abschließend hier nochmal, Eisenbahnverkehr in den USA ist jetzt nur noch minus 83,7%. Davor waren wir noch minus 91% und im April in der ersten Woche minus 98%. Also es geht steil bergauf und dass die Aktienmärkte steigen, ist ja kein Zufall, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns Kurse an und jetzt gehe ich nämlich wirklich auf die andere Seite, damit ich diesmal nicht vor diesen Kursen stehe. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 3017. Da haben wir dann im asiatischen Handel dann plötzlich die Asienrampe wieder gesehen. Was wären wir ohne sie? Der DAX, der kommt gerade rein bei wie viel Punkten? Da ist er bei 11.570, hält sich außerordentlich kräftig, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.0661. Wir schauen uns mal noch Brent an, das ist bei 36,50 und abschließend dann der Yuan, da mit einem Schuss nach oben, also Dollar-Yuan, Dollar stärker geworden, jetzt ist das wieder so ein bisschen abgeperlt, aber der Yuan ist der eigentliche Gradmesser, vielleicht in Anführungszeichen noch der am wenigsten manipulierte Markt. Naja, also so ganz unmanipuliert ist der Dollar-Yuan in Hongkong Offshore nicht, aber wenn wir sehen, was sonst passiert, dann kann man eigentlich nur sagen, so viele Zufälle gibt es gar nicht, das muss in irgendeiner Form manipuliert sein, das muss ein Muster sein, auf das man sich geeinigt hat. Da wird wahrscheinlich, wie gesagt, durch Großbanken, durch große Player im Future-Bereich ein bisschen nach oben gekauft und Fakten geschaffen, die dann nicht mehr praktisch weggewischt werden könnten. Bei der Motivation, bei den Argumenten ist man nicht wählerisch, Impfstoffstimulus, Lockdown fällt, da fällt einem schon was ein, wenn es sein muss. Und nicht zufällig sind zum Beispiel diese ganzen Impfstofffirmen natürlich an der Börse notiert und die Kurse steigen. Und dann werden die Aktien nochmal verkauft, dann bringt man weitere Aktien auf den Markt, weil man ja so viel Hoffnung hat auf den Impfstoff. Also freie, saubere Märkte sind das nicht mehr, aber jeder mag das beurteilen, wie er mag. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.